Ja, und dreimal dürfte raten, wer wieder hier ist. Nein, nein, richtig, der Arthur. Boah, wie ist er denn da drauf gekommen? Okay, ich mache hier einfach mal weiter. Oh, und wer von euch hat das neue LP von Funk sich angeschaut, von Funk Royal? La Mulana. Wie crazy ist das Game denn? Aber ich muss sagen, mir gefällt's. Also, hat was das Spiel. Muss ich ja zugeben. Muss ich ja leider zugeben. Ich lade mal schnell meine Energie auf, bevor ich hier reinhau. Bevor ich hier reinhau. Hm, hau ich mal ordentlich rein. Und speichere auch mal. Obwohl ich diese Speicherpunkte gar nicht benutze, weil ich bin Safe State Abuser. Ganz einfach. Weil hey, sie sind nur beim Emulator dabei. Was soll's? Whatever. Was machst du? Ich springe von den Klippen des Wolkenhofes und finde so die Spiegelwelt. Das ist schön. Was kriege ich hier? Ein Gegner-Time, das wäre toll. What the hell? Gegner-Time, oh Gott. Nein, ich dachte, da kommt ein Pfeil runter. Du Schwein! Ach man. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Als ob du eine Chance hättest gegen uns. Du bist doch lame. Okay, jetzt hätte ich nicht gebraucht, aber hey. Du hast den mächtigen Dämon bezwungen. Sieh, dort, eine der Statuen. Katsching, 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 katsching. Welche bekommen wir jetzt? Oh mein Gott, da gibt es echt so ein Pokémon, das sieht so aus. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall die zweite Entwicklung von einem anderen. Das aussieht wie ein kleiner Propeller, so ein Treidel. Brrr. Ja, Treidel, 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 wieso dich so umher? Treidel, 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 dann mag ich dich ja sehr, oder wie geht das? Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Es ist Nils Stimme. Will, du stürzt auf die Erde. Versuch dich am Flugzeug festzuhalten. What? Okay. Geronimo, ich hoffe, das war richtig. Will komm her. Oh. Ich habe ihn verfehlt. Du hast was? Du hast was? Damit ist mein Schicksal besiegelt. Noch ist es eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal. Ich versuche es. Ich muss ihn kriegen. Oh nein, ich fliege auf den Propeller. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt gerade echt sehr weit gefallen. Trizilliarden Meter. Wenn sogar noch weniger. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven. Ruhe jetzt. Wird es schließlich gerettet. Neil, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Lass uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbilds heißt unser nächstes Ziel Mu. Auf zum Ozean. Mo liegt irgendwo im Ozean. Ach nein. Auf zum Ozean. Da liegt irgendwo Mu. Sonst würden wir nicht dahin fliegen, weil du ja vorher gesagt hast, wir fliegen zu Mu. Neil ist schon echt so ein kaputter, ey. Na, na, na. Ja, Neil, cool. Was soll das denn? Neil, deine Erfindung ist scheiße. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Neil ist ein genialer Erfinder, doch seine Schöpfung scheint immer etwas zu fehlen. Ein paar Schrauben. Naja, perfekt ist schließlich niemand. Auch Neil nicht. Vor allem Neil nicht. Hey, 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 schraub mein Flugzeug. Balls. Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Wo sind sie? Where are you? Where are you?
Who said that? Me? Who is me? What the? Ich wollte das nicht. Oh Gott, es tut mir so leid. Was? Okay. Du lässt es da stehen. Also wenn das nicht sich so anhört wie... Momentjumor? Wie hieß es? Ja. Terranigma. In der Stadt mit den ganz vielen Geistern. Was will ich hier denn? Halt mit den Geistern, wo die Alte alles Illusionen gemacht hat. Und da hört sich die Musik fast genauso an, oder? Was höre ich? Ein Geräusch aus dem Raum zu meiner Linken. Ja, dann geh ich jetzt mal hier lang. Will, wo bist du? Was ist geschehen? Rotes Juwel gefunden. Und ich weiß gar nicht, wie viel es hier gibt. Okay, haben wir schon mal eins. Schauing. Meint er jetzt ein Geräusch aus diesem? Hallo. Ja, zu seiner Linken. Gut, wenn ich so laufe, ist seine Linke natürlich oben. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Dies ist der Vampirpalast. Die Quelle in diesem Palast erzeugt ständig neue Dämonen. Danke, deswegen sterben also die Skelette nicht einfach. Okay. Dich habe ich doch gesehen. Ah, jetzt im Yavision. Du kleiner Penner. Oh nein, was war das? Ich höre ein Geräusch wahrscheinlich wieder oder sowas. Ah, ich hasse das. Ich bin jetzt nur nach unten gedrückt. Ich wollte zweimal rennen. Also wollte man zweimal nach unten drücken, um zu rennen. Und schon sagen sie... Du hast gedrückt. Du bist am Arsch. Rotes Juwel gefunden. Ah, the second one. Erik. Was ist das für ein Ort? So düster und einsam. Mutter, hilf mir. Ja, Erik, du bist echt ein Muttersöhnchen. Echt, Erik, wenn du mal nicht ein Muttersöhnchen bist, wa? Oh nein, ein Skelett. In dem Po. Ich hat seine Flöte in... Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Im Keller des Gebäudes findest du die Dämonenquelle. Dort ist der Stein. Beeil dich. Ja, ist ja gut, ey. Ey, ich lass mich hier nicht herumschicken, ne? Das hab ich ja gar nicht gern. Du hast mich ganz schön erschreckt. Fast wäre mein Herz stehen geblieben. Ich habe Erik in dem anderen Raum gesehen, aber es war wunderbar. Sein Körper ist fast transparent. Ich konnte durch ihn durchsehen. Es schien, als habe ihm jemand seine Seele geraubt. Wir müssen jetzt zusammenbleiben. Wer weiß, was noch geschieht. Transforming. Ich mach's mir in deiner Tasche bequem oder sowas. Also, lass uns gehen. Losgehen. Los, lass uns losgehen. Los. Los jetzt. Ist ja gut. Also, hier waren wir noch nicht. Oh, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts? Nein, hier gibt's nichts. Es ist eigentlich schlimm, wenn ich, weil ich List will, ja. Ich kann ja, ich war ja früher in der Sprachschule, ich kann ja... konnte ja früher nicht richtig das und das Sch aussprechen. Ich habe mal Scheiße gesagt, dann hat Scheiße. Und das ist heute noch so, also ich kann... Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Der Stein der Erläuterung ist im Palast. Ja, sagtest du doch, im Keller. Ja, weil ich bei der Lykopädin, glaube ich, heißt das. Und die hat mir das versucht beizubringen. Aber ich bin ja mein eigener Herr. Und ich habe gesagt, also ich sag das, wie ich will. Irgendwann konnte ich dann sagen. Dann habe ich gesagt, scheiße. Danke nochmal, Frau. Ich weiß nicht, wie du heißt. Aber gut, das mit dem S. Weil es wird ja eigentlich hinter den Zähnen so. Aber ich... nie gerafft. Ich habe immer so... Ich habe immer zu feste versucht, so durchzupusten. Und wenn du das einmal zu drin hast, das kriegst du nicht mehr raus. Okay, jetzt will ich aber mal wirklich, will ich erstmal gucken, was in der anderen ist, weil das sieht mir so nach, du musst dahin. Was ist denn hier? Ein Sarg ist offen. Lili spricht aus seiner Tasche. Warte, dort ist ein Schnitt. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Also, ein Schnitt. Bis gleich.
Schnitt.